Herbst ist die Zeit, in der es gelbe Sterne regnet und der Wind die Blätter noch lange im Raum zwischen Himmel und Erde trägt. Herbst ist die Seelenlandschaft des Lebens, der Zeitraum zwischen der Stille des Winters und der fröhlichen Leichtigkeit des Sommers. Herbst verbindet mich mit dem Aufbruch und Lebendigkeit, Sehnsucht, Mut und Vergangenheit, dem Jahresreinemachen im Haushalt meines Seins. Herbst ist auch die Zeit der schlechten Kleidung. Nie bist du richtig angezogen im Wirbel seiner wilden Fantasie, bei der der Morgen ungleich dem Abend sein kann. Zu viel Pullover im Sonnenschein, keine Regenjacke im plötzlichen Schauer, Mütze vergessen im Sturm und Schirm im Hagel. Herbst ist mein melancholischer Freund. Oder vielleicht bin auch ich der nachdenkliche Begleiter, der das Leben so an sich runterstreifen lässt, um mit dem Gestern für ein klares Morgen ein wenig aufzuräumen, um ihm heute frei die Luft des Lebens atmen zu können. Herbst ist meine Prise Gold im Lebenslauf, die ewig nassen Füße und der klare Kopf, die Weite meiner Gedanken und die Nähe des Herzens, die Verschmelzung von Liebe zu mir und den Wesen, die in der Freundschaft zu mir leben. Herbst ist der Punkt, den ich setze, von dem ich aufstehen kann, um weiterzugehen. Ja, guten Morgen oder guten Tag. Heute ist bei uns ist es Morgen und das ist die Geschichte, die ich heute für den Tag geschrieben habe mit den Bildern von gestern und von heute Morgen. Und das ist unser Seitentürausblick, den wir haben. Dadurch, dass ich es von innen mache, ist es ohne Geräusche. Vielleicht hast du den Motor des Nachbarkarawans gehört, der hier losgefahren ist. Aber ansonsten gibt es hier wenig Geräusche. Es ist kalt draußen. Und für ein Video ist es, glaube ich, auch okay so. Ja, das ist der Blick, den wir haben. Und überall ist gelbes Laub. Und gerade unter solchen Bäumen. Müsste jetzt raten, was es wäre, sieht Herbst wirklich ganz besonders schön aus. Ich kann das mal hochdrehen. Das ist so der Blick. Weiter oben sieht man, dass es deutlich kahler wird. Aber die Bäume gehen eben über uns hinweg. Und in der letzten Nacht hat es also geregnet. Und dann kamen die Regentropfen immer nur so in Perioden. Also es hat gewindet, so wie jetzt, und es hat geregnet. Und es hat dann immer mal so blablabla. Und dann war wieder ganz still. So, weil es hat dann irgendwo in den Bäumen gehangen oder hat sich ist dann von den Blättern runtergetropft auf den Bus. Und ja, dahinter sieht man, der Himmel ist grau. Es könnte, wenn es ein bisschen kälter wäre, Schnee geben, aber wahrscheinlich kommt jetzt noch mehr Regen und eigentlich sollte Sonne kommen. Das hatten wir auch mal ganz kurz heute Morgen. Jetzt ist sie aber weg. Und ja, und ein bisschen Sturm wird es geben heute, Sturmböen. Von daher
ist es, ups, da habe ich so ein, ist es ein bisschen abenteuerlich, der Tag heute. Wir sind hier in Billerbeck, da gibt es einen Stellplatz am Schwimmbad, der kostet sonst 10 Euro. Da ist allerdings dann das Schwimmbad, also Freibad, die Freibadgebühr dabei, aber zwischen Oktober und April kann man hier kostenlos stehen. Es gibt die Möglichkeit, Strom zu tanken und zu entsorgen. Das brauche ich ja alles nicht. Und ja, das ist auch sehr beliebt hier und kommen, sind hier. Wir waren heute Nacht 7 Camper. Wir haben diesen Schlossplatz. Also der ist nicht so beliebt, weil man durch die Bäume hier keine gute, keinen guten Fernsehempfang haben kann. Und deswegen war der Platz auch frei. Und für mich ist der ideal, oder für uns ist der ideal, hier so ganz am Ende zu stehen. Und ups, kann ich noch mal ein bisschen nach hinten schauen. Durchs Fenster sieht das nicht so prall aus. Das war hier so die sauberste Stelle am Fenster. Und ein bisschen ist es ist an der Seite, also na, wenn ich hier 0,5 mache, damit ich gut sehen kann, dann habe ich leider so ein bisschen Fischauge auf der linken Seite, ein bisschen ausgefranst. Das tut mir jetzt leid. Gleich gibt es mich noch mal ein bisschen mehr. Ja, du hast mich lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Video war von der Nordsee. In der Zwischenzeit hatte ich einige Termine in Braunschweig wieder und habe immer wieder mal überlegt, ob es eine Möglichkeit gäbe, ein kleines Video zu setzen. Ich fand das alles nicht so interessant. Als ich bei meiner Tochter war, dachte ich, ja, vielleicht mit dem Land drumherum und dann hat man einen Regentag. Und Regentage sind nicht immer so der Renner für Videos. Ja, und heute Morgen hat es aber gepasst. Ich habe das Gedicht oder die Geschichte, der Beitrag ist mein heutiger Beitrag gewesen, den ich heute Morgen geschrieben habe über den Herbst, nachdem ich mit Hilde zurückkam und sah, wie die Blätter vorne auf dem Bus gelegen haben. Und das ist ja das Titelbild auch, ne? Da einen so schönen Eindruck gemacht haben. Und ich dachte, ja, das ist Herbst. Und dann kamen die Worte einfach so aus mir heraus. Alles immer ziemlich ungeplant. So, ich gucke immer mal, weil da vorne so ein bisschen Bewegung ist. Bislang hat jeder so vor sich hingeschlafen hier, aber jetzt sind die Fernsehantennen hoch und im Blick habe ich den Dom, also die Spitzen vom Dom und tatsächlich die Sonne geht auf. Ein bisschen Sonne. Jetzt bin ich ja ganz überrascht. Guck, jetzt siehst du sie. Jetzt siehst du sie in meinem Gesicht, die Sonne. Das hat doch was. Ja, mittlerweile sind wir auf dem Weg zu Alex. Es gibt Probleme mit dem Bus, aber die habe ich schon länger, aber jetzt wird es immer stärker. Die Antriebswelle oder eine Antriebswelle ist kaputt, die muss erneuert werden. Wahrscheinlich noch die Bremsen. Das sind so einige Sachen doch, die gemacht werden müssen für die längere Fahrt in den Süden, die ich plane. Allerdings komme ich erst kurz vor Weihnachten los, aus diversen Gründen. Und ich genieße, wie gesagt, das Herbstliche. Das ist jetzt nicht so für mich ganz dramatisch, so ein schlechtes Wetter oder. Es ist schon okay, so ein bisschen rutschig. Man muss genauer hingucken, wo man geht. Also gerade ich, na, der mit den Beinen ja nicht so optimal unterwegs ist, was Hilde sehr bedauert. Und deswegen habe ich jetzt noch was Schönes geplant. Aber erstmal muss ich sehen, morgen bin ich bei Alex, also am Montag.
Und der wird dann gucken, was anfällt an Arbeiten und welche Ersatzteile wir brauchen, wie lange das dauert, bis wir die kriegen und wann er die dann einbauen kann. Ich hoffe aber, dass das alles im Laufe der Woche jetzt passieren wird. Und danach habe ich noch einen kleinen Plan vor oder eine gute Idee, denke ich. Oh, jetzt kommt es aber richtig, die Sonne. Soll ich jetzt irgendwie zurück? So? So ist besser, ne? Vielleicht müsste ich aus Fenster zumachen, aber dann ist es hier gleich so dunkel. Oh, und jetzt regnet es. Das ist Herbst, ne? Das ist Herbst und jetzt regnet es. Aber wie? Ne? Die Sonne scheint, es regnet. Irgendwo dürfte dahinter jetzt, glaube ich, der Regenbogen sein. Ja, das ist Herbst. Die Wunde in Hildes Gesicht ist jetzt ja, fast geschlossen. Wir müssen immer mal noch was drauf machen. Aber es heilt zusehends zu und in ein paar Wochen darf sie dann auch wieder buddeln. Das ist, glaube ich, etwas, worunter sie sehr leidet, dass sie immer sagen muss, nein, nein, ein bisschen schnüffeln, ja, buddeln, nein. Hast du gehört? Das war der Regen. Der kommt jetzt auch ganz gerade runter. So. Ja, bei mir geht's so gesundheitlich. Ich habe ja seit Jahren Probleme mit dem dicken Zeh, der immer wieder Schwierigkeiten macht. Jetzt auch wieder. Es ist wieder so eine Entzündung drin. Muss wieder regelmäßige Fußbäder machen und habe auch eigentlich immer so einen Verband drum mit Jodsalbe, um die Entzündung rauszuziehen. Das ist schon ziemlich nervig, aber das lässt sich nicht ändern. Also vor einiger Zeit war es mal wieder zwischen zwei Fußpflegeterminen ziemlich gut. Da war ich ganz schmerzfrei und jetzt habe ich wieder Probleme. Ist einfach eine meine Lebenssituation. So, ich werde es nicht ändern können. So. Es wird immer wieder auftauchen und wenn sowas, das ist ja eine Sache, die ich habe und damit kann man auch leben, aber schlecht gehen. Das ist wirklich so. Ja, wenn du uns unterstützen willst für die Reparatur des blauen Busses, ich werde in den Kommentaren beziehungsweise in den Bemerkungen unsere Kontonummer mit aufnehmen. Vielleicht hast du Lust zu sagen, okay, komm, ich überweise dem einen Zehner, der blaue Bus braucht das. Da würde ich mich sehr freuen. Du darfst uns gerne auch regelmäßig was spenden oder wie auch immer. Du darfst auch gerne weiterhin zuschauen, wie es dir Spaß macht. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.